zusammen. Heute gehen wir wieder ein bisschen ans Werfen. Ihr braucht nicht nur euren Ball, sondern auch einen Gegenstand, mit dem ihr eure Position markieren könnt. Wir haben jetzt eine Flasche dafür genommen. Ihr könnt aber auch einen Stock oder einen Stein nehmen. Stellt euch unter den Korb, geht einen Schritt nach hinten, markiert da eure Position mit der Flasche und werft auf den Korb. Wir werfen so lange, bis wir einmal treffen, so wie der Leo jetzt. Dann nehmen wir unsere Flasche und gehen wieder einen Schritt nach hinten und machen von dieser Position weiter. Wenn ihr nicht trefft, ist gar kein Problem, immer weiter probieren. So, jetzt sind schon vier daneben. Wenn der Leo jetzt noch einen daneben wirft, so wie jetzt, muss er sich seinen Ball schnappen und geht von der Position, wo er steht, wieder einen Schritt nach vorne und stellt da seine Flasche hin und wirft von dieser Position wieder, bis er einen Treffer hat. Und das Spiel spielen wir immer so weiter. Wenn man einen Treffer hat, geht man einen Schritt nach hinten und wirft von da. Wenn man fünf in Folge daneben wirft, geht man einen Schritt nach vorne und bis man wieder einen Treffer hat, wirft man dann von da.